500 Meter steigt der Rauch empor. Rauch, der möglicherweise hochgiftig sein könnte. Denn in einem Gewerbegebiet in Ladenburg, Baden-Württemberg, brennt eine Kunststofffabrik lichterloh. Im Inneren einer Produktionshalle war aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das schnell auf das Dach übergriff. Beim Eintreffen der Feuerwehr war aber bereits ein Großteil des Gebäudes praktisch in Brand geraten, sodass die Feuerwehr dann dementsprechend sich zunächst mal um die Personen in dem Gebäude gekümmert hat und eben auch gleichzeitig dann die Brandbekämpfung eingeleitet hat. Mit einem Großaufgebot von 150 Einsatzkräften versuchte die Feuerwehr, den Brand in Schach zu halten. Ein Ziel, das Verwaltungsgebäude nebendran zu schützen. Auch umliegende Firmen mussten geschlossen oder evakuiert werden, denn das riesige Feuer hätte auch auf andere Gebäude übergreifen können. Insgesamt 13 Personen, die in der Halle arbeiteten, galten zunächst als leicht verletzt, da sie Rauchgas eingeatmet haben könnten. Mittlerweile konnten sie vom Rettungsdienst entlassen werden. Wie giftig der Rauch ist, musste geprüft werden. Aufgrund der Rauchentwicklung und der verarbeiteten Materialien der Firmen wird hier auch der Schadstoff in der Umgebung gemessen, der sich möglicherweise in der Luft befindet. Es wird allen Anwohnern der umliegenden Städte geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um hier für weiteren Schutz zu sorgen. Bitte halten Sie Ihre Fenster und Türen geschlossen. Über Durchsagen in Wohngebieten und über Warn-Apps wurde die Bevölkerung informiert. Von der Polizei hieß es am späten Nachmittag, dass wegen des Rauchs keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestehe. Wohl erst in einigen Stunden wird das Feuer gelöscht werden können. Dann kann irgendwann geklärt werden, warum dieser riesige Brand ausbrach.